Als sich der FC Bayern auf dem Weg nach Madrid machte, fehlte einer, der sonst immer ganz vorne dabei ist. Matthias Sammer kann die Reise nicht mitmachen. Die Meldung von seinem leichten Schlaganfall hat alle im Verein geschockt. Ich habe eigentlich jetzt täglich mit ihm Kontakt gehabt. Es geht ihm sehr gut und ich muss auch nicht dazu fügen, dementsprechend oder seinen Umständen entsprechend, wie das oft dazugefügt wird. Er treibt Sport, also es braucht sich keiner Gedanken machen, es geht ihm gut. Beim Viertelfinale in Lissabon war Sammer noch mit dabei. Das Spiel bei Atletico wird er zu Hause am Fernseher verfolgen. Die Ärzte haben ihm versichert, dass er vollständig gesund werde. Sammer will sich die nötige Zeit zum Regenerieren geben. Der FC Bayern lässt ihm dabei alle Freiheiten. Das ist eine Sache von Wochen und nicht mal von Monaten, sondern ich bin auch eigentlich optimistisch, dass wenn wir es schaffen sollten, und da sieht es ja danach aus, dass wir Meister werden, dass er dann zumindest da wieder dabei sein wird, wenn es hoffentlich die Schale von der Mannschaft da empfangen wird. Am 14. Mai ist der letzte Bundesligaspieltag. Dann soll die große Bayern-Sause sein, mit Matthias Sammer. Bis dahin müssen die Münchner auf jeden Fall ohne ihren Mahner und Motivator auskommen. Ein gutes Ergebnis in Madrid würde dem Sportvorstand sicherlich guttun, auch wenn der Fußball im Moment absolut zweitrangig ist.